Mann, wie wäre es, wenn du mal bitte sagst? Ja, da ist was in dem Wagen versteckt. Pronto! Ja, super. Halt's Maul. Ja, jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, wo ich war. Genau, ja, Story weiterspielen, ja, aber keinen Story-Fortschritt erzielen. Sprich, ich weiß, dass Azuka in diesem Stadtgebiet meine Hauptauftraggeberin ist. Ich meine, es ist ja auch irgendwo verständlich. Wir haben Asuka nur über Maria kennengelernt. Ihr wisst schon, die Tochter des Dons oder Neffen, Nichte. Neffen ist das ein neues Wort. Die Nichte oder Enkelin oder was auch immer sie ist vom Don. Ja, und Asuka hat gesagt, sie kann uns helfen, Maria zu finden. Quatsch. Nicht Maria zu finden, sondern Catalina zu finden oder so, irgendwas. Und weiß der Geier was. Sie will uns also hier in dieser neuen Stadt helfen, quasi. Aber, stopp. Ich weiß, was jetzt kommt und das wird tödlich. Verdammt, ich habe ein Problem. Stell dich mal noch ein bisschen anders hin. Ja. Okay, hoffentlich habe ich mich nicht geirrt. Ich brauche eine andere Waffe. Eine andere Waffe. Habe ich eine AK? Ich habe keine AK. Verdammt, dann bleibt mir nur die hier. Ja. Beschäftigter Mann. Fahrt zur Hölle. Ja, genau das, was ich erwartet habe. Es wird jetzt, als wenn wir die wahre Macht von Spank kennenlernen. Ja, da kommen Irre auf Spank. Und die sind nicht nur irre, sondern die machen auch irren Scheiß. Ihr werdet es gleich sehen. Boah, die Sicht ist gerade extrem beschissen. Was ist nur bloß mit der Grafik los? Okay, vielleicht soll ich doch eine andere Waffe nutzen. Uzi? Yes, der ist hin. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht von hinten komme. Oh, zu spät. Was ist denn hier los gerade? Sind das Grafikfehler gerade oder was? Das sieht. Au, noch beschissener aus als sonst. Ich habe nicht gespeichert, ne? Konnte ja auch keiner rechnen, dass so eine Scheiße jetzt rauskommt. Egal, dann ist es halt, wie es ist. Dann muss ich jetzt an mein Versteck erstmal Waffen besorgen und dann gut. Weil ich habe jetzt auch keine Lust, die andere Mission mit den Gangautos nochmal zu spielen. So ein Scheiß. Hätte ich das gewusst, dass so ein Scheiß kommt, dann hätte ich vorher gespeichert. Oh Mann. Ja, ich wusste, dass das jetzt passiert, als ich gesehen habe, auf welchen Parkplatz ich mich begeben muss, um dieses Auto einzusammeln. Aber. Ärgerlich. Ich konnte nichts dagegen machen. Ich hatte nicht die richtige Waffe. Wobei es wäre auch so wahrscheinlich schief gegangen. Und wenn die Sicht nicht so mega bekackt gewesen wäre, ich weiß gar nicht, was da los war. Also ich meine, klar, es war Nacht und Nebel mal wieder und das ist ja immer scheiße in dem Spiel, da sieht man ja wirklich gar nichts. Aber dann hatten wir noch so komische Fehler am Boden, als würde wirklich mein Model, mein Charaktermodell hier quasi zerstückelt mehrfach am Boden dargestellt werden oder so. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich meine, ich hoffe, ihr habt es im Video gesehen. Ich hoffe, ihr seht da das Gleiche, was ich sehe. Es hat auf jeden Fall sehr seltsam ausgesehen und, ja. Ich meine, gut, am Schluss haben wir wahrscheinlich wirklich zerstückelt da gelegen oder so. Aber das interessiert nicht, weil, ja, das war nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Warum zum Geier macht er mir eigentlich ein Zeitlimit bei einer Mission, wo er mich versucht umzubringen? Ist eine berechtigte Frage, oder? Okay, wir versuchen das Ganze diesmal ein bisschen cleverer anzugehen. Tag der Rache, ja, wir haben es verstanden beim letzten Mal. Jetzt wissen wir also, an wem er sich rächt, aber warum rächt er sich an mir? Habe ich ihm irgendwas gemacht? Ihr habt doch bis jetzt nur Aufträge für ihn erfüllt, oder? Habt doch nicht gegen ihn gearbeitet. Oder will er wirklich das Auto haben und irgendjemand anderes hat die Falle gestellt? Das würde aber keinen Sinn machen, weil wenn er das Auto haben will und es ist meinetwegen sein Auto oder so oder irgendwas. Warum liegt dann da der Zettel drin, von wegen, ja, fick dich, du bist tot? Keine Ahnung. Also, würde nur Sinn machen, wenn er selbst die Falle gestellt hätte, finde ich aber, ja. Egal. Dann nehme ich mal an, dass das auch der letzte Auftrag für King Courtney sein wird. Weil, wenn er wirklich derjenige ist, der die Falle gestellt hat, dann macht es natürlich keinen Sinn, wenn wir weiter für den Mann arbeiten, der uns umbringen will. Wäre eigentlich extrem cool, wenn wir die Möglichkeit kriegen würden, ihn abzuservieren, oder? Also. Wenn wir als nächsten Auftrag dann wirklich eine Gelegenheit kriegen würden, ihn irgendwo zu treffen und umzulegen. Und wenn wir uns dann erstmal durch die ganze Gang ballern müssen oder so, wäre das scheißegal. So, da ich eben wusste, welche Mission mich hier erwartet, habe ich versucht, einen Eingang mit dem Auto zu blockieren.
In der Hoffnung, dass es dann besser klappt. Also, dass ich dann nicht von allen Seiten gekillt werde. Aber das hat nicht geklappt. Wahrscheinlich, weil ich den falschen Eingang blockiert habe. Oder weil es einfach nicht geht. Weil es in der Cutscene dann trotzdem weg ist, das Auto oder so. Ich weiß es nicht, aber... Ich werde diesmal versuchen, das Ganze ein bisschen anders zu lösen. Es bringt ja offensichtlich nichts, wenn ich mich hier als Zielscheibe aufstelle. So, das hier kann ich übrigens nicht weiter drücken. Ah, oh. Schön. PS, fahr zur Hölle. Das war Catalina. Ah, die Nachricht war von Catalina. Interessant. Gut zu wissen. Ich hab's eben nicht gebacken gekriegt, das Ganze zu lesen, weil es ging ein bisschen schnell für mich und ich bin ein schlechter Leser. Ich habe ja schon immer gesagt, ich kann nicht lesen. Und, ja. Dann war der Text eben ein bisschen zu schnell für mich weg. So, da hinten, wo ich mein Auto hingestellt habe, steht so ein Truck. Aber kann nicht durch. Interessant. Das ändert aber nichts dran, dass da so ein Idiot ist. Und da kommt noch einer. Ja, super. Ich komme hier nicht weg. Ja, ihr seid doch Penner. Wie soll ich denn das schaffen? Ja, das ist schon fehlgeschlagen, nämlich auch. Die Idee war jetzt, dass ich da rausrenne. So habe ich es, glaube ich, auch früher mal gemacht, dass ich da eben da rausrenne. Und, ja, dann eben von außerhalb, von der Erhöhung. Man kann ja da, wir waren auf Päckchensuche, waren wir ja schon mal dort und haben dann auf einer Erhöhung ein Päckchen gefunden. Und die Idee war einfach, dass ich mich dort hochbegebe und von dort aus versuche, die Kerle auszuschalten. Aber dazu muss ich erstmal lebend rauskommen. Also, wir stellen fest, die Stelle, wo ich mein Auto hingestellt habe, war zwar prinzipiell richtig, um die Kerle zu blocken. Es hat aber falsch gestanden und hat jetzt mehr mir geschadet als denen, weil dadurch, dass sie tatsächlich geblockt waren, kam ich an der Stelle nicht raus. Und die anderen Zugänge sind eben auch mit diesen Trucks eben besetzt. Also, in der Nähe von jedem Zugang steht so ein Truck. Die kommen eben aus allen drei Richtungen oder so, die man hier zur Verfügung hat. Gut, Granaten habe ich schon, das ist sehr gut. Das ist für den Plan sehr wichtig, weil die Kerle stehen gerne mal so, dass man sie nicht von oben aus abschießen kann. Dann schmeißt man eben eine Granate runter und dann ist auch gut. Aber Ziel der Mission ist es jedenfalls, ich glaube, das ist jetzt auch relativ eindeutig, alle diese Spank-Irren abzuknallen. Das funktioniert allerdings nicht. Ihr blöden Scheiß-Bullen, geht ihr noch auf Verfolgungsjagd nach mir, weil ich euch gerammt habe, weil ihr mir den Weg gefahren seid? Ja, nee. Man fährt nicht von der rechten Spur als Linksabbieger rüber. Das macht man nicht. Nee, macht man wirklich. Verdammt, ich habe den Auftrag nicht geholt. Oh. Genau. Ihr mich auch. Ja, dumm gelaufen hier. Jetzt bin ich wieder völlig raus. Mensch. Ja, also wir sollen all diese Spank-Irren abknallen. Problem ist, solange die Trucks da stehen, kommen da immer wieder neue Spank-Irren raus. Und das heißt, das ist eine Endlos-Geschichte. Es sei denn, man killt natürlich die Trucks, ne? Wenn man die in die Luft jagt, dann können keine Idioten mehr rauskommen, weil egal wer da drin war, ist dann auch tot. Das Problem ist nur, man muss erstmal dazu kommen, diese scheiß Trucks in die Luft zu jagen, weil ihr habt es ja gesehen, trotz vollem Leben und voller Rüstung, 3 Treffer von diesen Irren. Und man ist tot. Selbst wenn sie nicht direkt an einem explodieren, sondern auch einen Meter oder zwei vor einem, reicht das, um einen wirklich zum Drittel zu killen. Das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Das heißt, keine Chance außer Flucht. Ja. Das heißt, ich versperre diesmal nicht den Weg und hoffe, dass ich irgendwie rauskomme. Wenn mich einer von den Kerlen trifft, ist nicht so schlimm. Wenn mich zwei von den Kerlen treffen, ist auch nicht so schlimm. Aber mehr darf es auf keinen Fall sein, sonst bin ich tot. Okay. Denk nach, Mann, denk nach. Nee, mir fällt jetzt wirklich keine bessere Strategie ein. Ich bin auch wirklich überzeugt, dass ich beim letzten Mal, also als ich das letzte Mal durchgespielt habe, so gemacht habe, dass ich dann wirklich die Flucht ergreife und ja, das Ganze dann von außen regle. Und das ist schon nicht einfach, aber das ist auf jeden Fall relativ sicher. Es ist auch echt doof, dass die wirklich von allen Richtungen kommen und dass man jedes Mal hinfällt, wenn man von denen getroffen wird. Und wenn man wenigstens stehen bleiben würde, dann wäre es nicht so, nicht ganz so schlimm, weil man, ja, dann eben weiterrennen könnte. Aber wenn man umfällt, dann bleibt man erstmal im Moment liegen, bis man wieder aufgestanden ist und weiterlaufen kann, ist der nächste Idiot schon wieder bei einem und dann ist man so gut wie tot. Hat das Auto irgendwie jedes Mal eine andere Farbe oder so? Ich weiß nicht. So, das hier kann ich immer noch nicht weiter drücken. Und wir sehen extreme Bildfehler. Ja, wir sind wirklich extreme Bildfehler. Aber warum? Ich meine, ich mache dem Spiel doch nichts. Oder ist das Spiel wirklich so kacke, dass es solche Bildfehler produziert? Es sieht sehr seltsam aus. Naja, okay. Ignorieren das. Also hauptsächlich am Boden, ne? Die alles andere, was nicht der Boden ist, ist eigentlich okay. Aber der Boden, der ist völlig verzerrt und kaputt und überhaupt so.
So, ich würde gerne da raus. Ich darf auf keinen Fall in dem Auto sitzen bleiben, sonst bin ich direkt tot, das ist sicher. Du willst mich nicht. Du willst mich nicht. Sehr gut. Der verfolgt mich nicht mal. Ja, wenn ich im Auto sitzen bleibe und versuche, die Kerle zu überfahren oder so, dann bin ich natürlich sofort tot, weil die sprengen sich natürlich so oder so in die Luft, ob ich sie überfahre oder nicht. Und ja, das mag ich nicht. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall in einer guten Position, um das Ganze hier zu klären. Hier kommen die Idioten nämlich nicht hoch. Und ich habe alle Trümpfe in der Hand. Ich kann ihnen jetzt alle Zeit lassen, um die abzuballern. Ich darf nur nicht runterfallen, das ist so das Wichtigste. Granaten bitte. Ja, das war zu weit. Es ist auch ein bisschen schwierig, mit den Granaten irgendwie so zu zielen, dass man das trifft, was man treffen will. Das haben wir getroffen. Ein Truck weniger. Gut, an die anderen komme ich von hier aus nicht dran. Soweit ist die Granatenreichweite nicht. Darüber springen kann ich auch verpacken. Wo laufen eigentlich die Idioten rum? Naja, das ist außer Reichweite. Keine Frage. Ja, mein Scharfschützengewehr habe ich nicht mehr. Eine AK habe ich auch nicht. Dann bleibt mir nur die Pistole, weil mit der Uzi treffe ich auf die Entfernung auf gar keinen Fall. Ich glaube aber auch nicht, dass das trifft. Das sieht für mich jedenfalls nicht so aus. Ja, so wie ich schieße, kann es gar nicht treffen, aber... Nee, das funktioniert nicht. Eieiei. Ja, hätte ich jetzt mal eine AK, verdammt nochmal. Ich höre sie zwar, die Idioten, aber ich kann sie nicht sehen. Wenn ich den Sprung hier rüber schaffen würde, käme ich an das andere Auto ran. Ich glaube aber nicht, dass ich den Sprung schaffe. Oh mein Gott, ich habe ihn geschafft. Wo sind denn die? Ach, da unten. Ah ja, sammelt euch. Gute Idee. Solange ihr euch nicht in die Luft sprengt da unten, dann ist es in Ordnung. Weil das würde mich treffen, wenn sie sprengen. Verdammt. Weit genug? Yes. Noch einer weniger. Und jetzt wird nur noch der da hinten. Und na, ich komme da am besten an den dran. Es wäre so schön, ne? Mit einer AK oder mit einem M4A1 komischen Sturmgewehr, denken sie, wäre das kein Problem, würde ich von hier aus treffen. Okay, ihr geht erstmal drauf. Los. Die sind tot. Aufstehen. Oh, da ist ja noch einer. Wo kommt denn der jetzt her? Ach, da hinten ist noch ein Truck. Verdammt, den habe ich gar nicht gesehen. Yes, okay. Ein Truck weniger und da kommt auch keiner mehr raus. Den Truck habe ich echt nicht bemerkt. Wahnsinn. Ja, also Trick ist jetzt einfach, die Kerle zu erschießen, wenn sie möglichst nah am Truck sind. Dann kriegt der Truck jedes Mal Schaden und geht irgendwann kaputt. Boom. Keine Ahnung, wer mir hierfür $10.000 bezahlt, aber okay, meinetwegen. Es macht da irgendwie keinen Sinn. Also, wenn ich das richtig... Ja, warum ist der eigentlich jedes Mal abgesperrt? Das war doch die letzten 100 Mal auch so. Wenn ich das jetzt richtig interpretiere... Geil, hier sieht man noch überall, wo die Leute gestorben sind. Die hatten es verdient. Das ist kein Diskussionsbedarf oder so. Egal. Hier ist mal wieder abgesperrt. Holen wir uns mal noch die Rüstung da hinten, wenn wir dort drüber kommen. Wir kommen da aber nicht drüber, sehr schön. Ich glaube, das haben wir beim letzten Mal schon festgestellt, dass wir waren. Also, wir können jetzt aus der Mission, können wir vielleicht schlussfolgern, dass Catalina mit dem Kartell zusammenarbeitet, mit King Courtney, der wohl vom Kartell ist. Und, das ist ein Problem für uns jetzt. Weil, das heißt, Catalina hat mächtige Verbündete. Was doof ist. Ja. Wie wir auf der Karte sehen, haben wir auch keine Aufträge mehr von King Courtney. Das heißt, das war wirklich... Die haben wirklich unter einer Decke gesteckt, die beiden. King Courtney hat den Köder ausgelegt, ich habe ihn schön gefressen und... Naja, Catalina lacht sich ins Fäustchen oder so. Keine Ahnung. Ärgerlich. Okay, Kenji, mal sehen, was du für mich hast. GTA, schon wieder Grand Theft Auto. Wow, okay. It is impossible to overestimate the importance of etiquette in this line of work. To my eternal shame, a man once did me a favor, and I've never had the opportunity to repay his kindness. The man's weakness is motor cars, and he has requested that we acquire him certain models for his collection. Needless to say, we must give him the cars as a gift to repay the debt that I owe him. You must obtain the cars on this list,
and deliver them to a garage behind the car park in Newport. My honor demands it.